Rollstuhlfahrer fahren baden. Wie und wo das geht, erfahren Sie in diesem Film. Am südlichen Stadtrand Leipzigs liegt der Kosbrudener See. Am Nordstrand befindet sich der barrierefreie Badesteg, der es Rollstuhlfahrern ermöglicht, im See zu baden. Die Anfahrt zum Badesteg ist über die Stadt Markkleeberg und über Leipzig möglich. Die Wege zum Badesteg sind mit einem Rollstuhlpiktogramm beschildert. Poller sichern die Zufahrten zum See. Mit dem Euroschlüssel können Badegäste mit Behinderungen mit ihren Fahrzeugen den Pollerbereich passieren und direkt zum Nordstrand fahren. Dort befindet sich der Badesteg. Bei der Ausfahrt senkt sich der Poller automatisch. Vor dem Badesteg steht ein Gebäude, das neben einer gastronomischen Einrichtung auch einen Umkleideraum und ein Behinderten-WC beherbergt. Der 10 Kilometer lange asphaltierte Rundweg bietet Rollstuhl- und Handbikefahrern optimale Bedingungen zur Seeumrundung. Im Umkleideraum kann sich der Badegast umziehen und von seinem Rollstuhl in den bereitstehenden Baderollstuhl umsteigen. Neben einer Liege gibt es eine Dusche mit fest installiertem Duschhocker. Im Nebenraum befindet sich die Behindertentoilette. Der Badegast kann unbesorgt seinen Rollstuhl parken und die persönlichen Sachen im Umkleideraum ablegen. Der Raum lässt sich mit dem Euroschlüssel abschließen. Nun sind es nur noch wenige Meter bis zum See. Die letzte Strecke zum Kosbrudener See ist eben. Ein mit Holzbohlen verlegter Weg führt über den Strand direkt zum barrierefreien Badesteg. Der Steg ist etwa 40 Meter lang. Er ist an beiden Seiten und im hinteren Bereich mit einem Geländer versehen. Badegäste können einige Meter ins Wasser rollen, im Baderollstuhl sitzen bleiben und das kühle Nass genießen. Man kann den Baderollstuhl aber auch verlassen und im sicheren Bereich des Steges schwimmen. Damit der Rollstuhl nicht unkontrolliert umhertreibt, ist es ratsam, ihn an der Einbuchtung zu fixieren. Im hinteren Bereich beträgt die Wassertiefe etwa 1,10 Meter. In heißen Tagen ist der Steg bei Kindern beliebt, aber auch viele ältere Menschen nutzen den Steg. Er gibt ihnen durch die Geländer und den festen Untergrund Sicherheit beim Betreten des Sees. Mithilfe des Geländers und durch den Auftrieb des Wassers können Menschen mit Mobilitätseinschränkungen auch ohne Rollstuhl baden.